Der VDMK vertritt vielleicht, sage ich das mal vorweg, 47 Clubs derzeit, Bühnen und Veranstalter. Wir haben das Thema GEMA vor 2 Jahren ungefähr hier angestoßen in München. Daraufhin gab es deutschlandweit Demonstrationen, weitere Zusammenschlüsse von Clubs, gab es verschiedene Wege der Verhandlungen und wir waren eigentlich relativ stolz und zuversichtlich, dass man auf dem Verhandlungsweg mit der GEMA zu einem guten Ergebnis kommt. Da greife ich nochmal in die Geschichte zurück. Wir haben, nachdem die GEMA die ersten Vorschläge auf den Tisch gelegt hat, also einen neuen Tarif veröffentlicht hat, haben wir uns als Münchner Verband an die Schiedsstelle im Marken- und Patentamt gewandt. Und diese Schiedsstelle hat uns als Tarifpartner anerkannt. Nummer 1, Nummer 2 hat der also GEMA und uns angehört und hat dann einen, wie wir finden, sehr guten Spruch erlassen. Und der hat eine gewisse Zahlungshöhe für die Clubs jetzt zur Folge. Wir dachten, er sei immer noch etwas hoch, legten dagegen Widerspruch ein, die GEMA ebenfalls. Dennoch ist es gute Gepflogenheit, dass beide Parteien sich an so ein Schiedsverfahren und ein dann abgeschlossenes Schiedsverfahren mit einem Schiedsspruch halten. Daran hat die GEMA sich nicht gehalten, sondern hat in den letzten Tagen eben einen Tarif veröffentlicht, der weit, weit, und da kommen nachher die Praktiker zu Wort, der weit über den Schiedsstellenspruch liegt. Ja, ich möchte ganz kurz anfangen mit einer kleinen Zusammenfassung, was bisher geschah. Wir haben also den Tarif massiv kritisiert. Es gab ja dann auch Demonstrationen und Protestaktionen und haben, nachdem es dort dann nicht zu einer Einigung kam, die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt angerufen und um Vermittlung gebeten. Und darauf bezieht sich sozusagen auch unsere Berechnung, die wir nachher vorstellen wollen, nämlich auf diese Schiedsstellenentscheidung, die dann im April 2013 vorlag und die eigentlich die Basis für weitere Gespräche oder für einen neuen Tarif sein müsste. Parallel hat die Bundesvereinigung der Musikveranstalter mit der GEMA verhandelt und hat eben jetzt letzte Woche ein ganz anderes Ergebnis vorgestellt, was insbesondere für städtische Clubs, für unsere Clubs in München in vielen Dingen wesentlich schlechter aussieht als das, was eigentlich die Schiedsstelle vorgeschlagen hat. Das ist der sogenannte Tarif MCD. Wir haben ein paar Beispiele vorbereitet und das ist ganz wichtig auch zu wissen, diese Beispiele betreffen reale Clubs. Dann ist eine Sache ganz wichtig, ein kleiner Taschenspielertrick, der hier angewendet wurde. Es gibt auf diesen neuen Tarif eine 8-jährige Einführungsphase. Das bedeutet, im Jahr 2014 gibt es auf den neuen Tarif 80% Rabatt. Das hat dazu geführt, nach meiner Auffassung, dass viele Clubs in Deutschland die GEMA angerufen haben, gesagt haben, wie ist mein Tarif nächstes Jahr? Und die haben dann gesagt, naja, das heißt halt 15,20 Euro mehr. Und dann haben alle gesagt, naja, super, okay, passt ja. Aber was da ein bisschen verschwiegen wurde, ist, dass dieser Tarif kontinuierlich die nächsten 8 Jahre steigt und er steigt auf den Wert, den wir in unseren Berechnungsbeispielen sozusagen angenommen haben. Also das ist ein Markteinführungsrabatt auf diesen neuen Tarif. Dieser Markteinführungsrabatt, den hat explizit auch die Schiedsstelle vorgeschlagen. Auch die Schiedsstelle hat gesagt, der neue Tarif soll über mehrere Jahre eingeführt werden. Deswegen ist es absolut legitim, um eine Vergleichbarkeit herzustellen, sozusagen mit dem Tarif zu rechnen, der tatsächlich erst 2022 dann zur Anwendung kommt, aber der nun mal der Tarif ist und nicht diese Einführungsrabatte mit einzurechnen. So, jetzt kommen wir zu den tatsächlichen Beispielen, ganz kurz dargestellt. Das ist ein kleiner Club, den es tatsächlich gibt in der Münchner Innenstadtlage. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, den ich herausstellen will. Es ist nämlich so, dass es besonders für die Clubs, also für die kleineren und mittleren Clubs, die viele Öffnungstage haben in der Woche, teurer wird. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich nur ein oder zwei Öffnungstage
Tage habe in der Woche, dann ist es sogar so, dass es am Ende sogar ein bisschen günstiger werden kann. Aber wenn man in der Sonnenstraße einen Club hat, dann ist es wirtschaftlich völlig untragbar, nur einmal in der Woche aufzumachen. Das kann gar nicht funktionieren. Und deswegen geht es ja immer auch darum, so einen Tarif an der Wirklichkeit zu messen, also daran zu messen, was es für die Betriebe tatsächlich bedeutet. Und hier sehen wir als erste Größe den Tarif 2012. Das ist der Tarif, bevor die GEMA ihre neue Tarifreform vorgestellt hat, den wir also damals bezahlt haben. Wir sehen als zweites den Schiedsspruch. Das ist also das, was die Schiedsstelle als angemessen angesehen hat. Und wir sehen auf der rechten Seite den neuen Tarif MCD, wie er dann zukünftig ist. Und da müssen wir einfach feststellen, selbst für diesen kleinen Club von 77 Quadratmetern ist die Tarifsteigerung, die relative Preissteigerung 162%. Und was noch interessanter ist, 60% über dem Schiedsspruch. Was man auch bei dieser Gelegenheit vielleicht mal sagen darf, ist, dass ja bei diesen Tarifen immer von Wand zu Wand gemessen wird. Wir sind hier in so einem Raum, der von der GEMA sozusagen gemessen wird. Sie sehen die Barfläche und Sie sehen die Loungefläche, Sie sehen das DJ-Pult. Das wird nicht etwa abgerechnet, sondern es wird einfach von Wand zu Wand gemessen und dann wird davon ausgegangen, überall hier sind Gäste. Also ich glaube, besser kann man es gar nicht darstellen als hier. Das ist natürlich überhaupt nicht so. In diesem Fall ist es so, dass der Club 42 Quadratmeter tatsächliche Gastfläche hat. Der Rest sind Nebenflächen, sind DJ-Pult, sind Bars. Trotzdem werden die immer mit eingerechnet. Besonders heftig kommt es dann für die Kollegen, die sozusagen tatsächlich so einen mittleren Club haben mit 6 Öffnungstagen. Da gibt es ja auch einige in der Sonnenstraße, die wirklich jeden Tag dann auch aufhaben. Und das sehen wir in diesem Berechnungsbeispiel. Also von 7.040 Euro in 8 Jahren auf 43.250,40 Euro. Da sind wir absolut in einem Bereich, der dann auch in den Bereich des Existenzbedrohenden geht. Die Schiedsstelle hat ja ganz klar in ihrem Urteil auch gesagt oder in ihrem Schiedsspruch auch gesagt, dass man eben diese Linearität der Tarife nicht anwenden kann, eigentlich so, weil einfach ein Montag, ein Dienstag, ein Mittwoch kein Freitag und kein Samstag ist. Ich meine, jeder kennt es, der sich im Nachtleben auskennt oder da unterwegs ist. Von daher, und das zeigt auch dieses Beispiel, ist es tatsächlich ein Problem und ich gehe einfach davon aus, auch in 8 Jahren wird es ein Problem sein, diese Tarife zu bezahlen. Also ich muss ein kleines bisschen ausholen, damit also den Anwesenden klar wird, auf welchem Planquadrat, auf welchem Spielfeld sich das Ganze bewegt. Man muss wissen, die GEMA ist eine Monopolgesellschaft, es gibt nur eine Musikverwertungsgesellschaft in Deutschland, eben die GEMA, das heißt, die hier durch die VDNK vertretenen Diskotheken und Clubbetreiber sind darauf angewiesen, die Rechte von der GEMA zu angemessenen Bedingungen zu erwerben, weil es keine andere Quelle gibt. Es ist also nicht so wie im normalen Leben, also wenn Sie einen Kfz-Versicherung, Lebensversicherungsvertrag haben und die Versicherung erhöht schlagartig Ihre Tarife um 100, 200, 300%, so wie das hier bei der GEMA der Fall ist, ja, dann kann ich den Vertrag kündigen und woanders hingehen. Das geht hier eben nicht. Es gab früher mal die Alabama-Halle, Sie kennen den Namen zumindest vielleicht noch, und da traten also alle wichtigen Bands auf. Und eines Tages kam eine australische Band, die niemand kannte und auch niemand hören wollte, also in einem riesen Raum, waren am ersten Tag 16 Zuhörer und am nächsten Tag nochmal 8 oder so. Gesamteinnahmen, Hausnummer, damals noch D-Mark, 300 D-Mark, GEMA-Forderung 800 D-Mark. Ja? Also ganz schlank, irgendwie so das 2,5-fache. Und daraufhin habe ich die Alabama-Halle, die damals von der Stadt München und von BMW gesponsert oder getragen wurde. Das war die erste Schiedsstellenentscheidung, wo die Schiedsstelle gesagt hat, eine solche Vergütungsregelung, die also weit über 10% hinausgeht, also ein Mehrfaches der Einnahmen, ist von vornherein unangemessen, darüber brauchen wir gar nicht reden. Und angemessen kann also nur eine prozentuale Vergütung sein. Ich habe also in diesem Verfahren VDMK gegen GEMA versucht, die Schiedsstelle an ihre ursprünglichen Entscheidungen zu erinnern und daran festzuhalten. Die Schiedsstelle hat irgendwie nach der Devise, was schert mich mein dummes Geschäft von gestern, das gekippt und hat also neue Vergütungssätze festgelegt. Die hierbei, hat es schon gesagt, deutlich höher sind als das, was bis dato bezahlt wurde, das früher bezahlt wurde.
aber vielleicht also gerade noch erträglich sind. Die GEMA hat ebenfalls nach der Devise, was schert mich mein dummes Geschwätz von gestern, einfach einen neuen Tarif aus der Tasche gezaubert. Das ist wirklich wie bei das grenzt an Zauberei. Statt das zu tun, was der Gesetzgeber vor Augen hatte und im UHPG geregelt hat, nämlich, dass wenn eine Schiedsstellenentscheidung ergangen ist und eine oder beide Seiten sind damit nicht einverstanden, dann geht halt die eine Seite oder beide Seiten zum Oberlandesgericht München. Warum OLG? Man überspringt also das Landgericht, man landet gleich bei einem hohen Gericht, weil es um einen Gesamtvertrag geht. Wir wollten ja einen Gesamtvertrag mit der GEMA haben, mit 1,6% und so weiter, hat nicht geklappt. Es wäre also möglicherweise, aber hinterher ist man immer schlauer, besser gewesen, man wäre gleich zum OLG gegangen, aber die GEMA ist ja auch nicht zum Oberlandesgericht gegangen, obwohl sie ja auch letztlich die Schiedsstellenentscheidung verloren hat. Was hat sie stattdessen gemacht? Sie hat, wenn man so will, hinter unseren Rücken, das würde ich mal so bezeichnen, weil ich ja einen engen Kontakt habe zu den Juristen der DEHOGE, also der Bundesvereinigung, ja, der also mich da auch letztlich getäuscht hat. Also die haben uns in gewisser Weise ins Messer laufen lassen, das muss ich schon sagen, weil sie haben mit der GEMA also einen völlig unsäglichen Vertrag, Gesamtvertrag, gemacht, der dann von der GEMA ganz schnell, noch am gleichen Tag, nehme ich an, oder am nächsten Tag, in die Form dieses neuen CD-Tarifs gegossen wurde. Nun sind Außenseiter, also wir sind ja nicht die DEHOGE, wir sind nicht die Bundesvereinigung, sondern ein unabhängiger Verband, wir sind daran nicht gebunden. An den Gesamtvertrag, den die GEMA mit der DEHOGE oder Bundesvereinigung der Musikwirtschaft geschlossen hat, sind wir nicht gebunden. Wir können also im Prinzip uns weiterhin auch gegen diesen neuen Tarif wehren und ich denke, wir müssen das, weil er für einige Veranstalter absolut existenzvernichtend ist, jedenfalls in der Progression. Also es ist in der Tat ein Taschenspielertrick, Herr Bayer hat das schon gesagt, dass die GEMA versucht, also letztlich alle für dumm zu verkaufen, indem sie sagt, ja, okay, das ist ein bisschen hoch, aber wir fangen ja mal mit einem riesigen Rabatt, nämlich 80% an. Und dann ist es in einem Jahr steigt es um 10% und 10% und 10%. Und erst im Jahr 2022, das ist ja so weit weg, da müsst ihr dann 100%. Also das halte ich für vollkommen unlauter einfach, das geht überhaupt nicht. Ich würde das nur ganz kurz bewerten, weil ich jetzt auch mit dem Dirk von Anfang an dabei war. Also wir haben vom ersten Tag an ja gerechnet, 2011, was das für unsere Clubs bedeutet. Es war so, dass mich damals, also im April 2011, der Dirk angerufen hat und gesagt hat, du, David, rechne das mal fürs Herrn Klein aus, was bedeutet denn das für euch? Und ich bin damals vom Stuhl gefallen, weil das eben 900% mehr waren. Wir haben uns dann damals am Telefon weiter ausgetauscht und haben gesagt, warum macht die GEMA das? Also, oder warum kann die das? Also was ist das Ziel? Was wollen die erreichen? Und wir waren uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, okay, die 900%, die werden sie nicht kriegen, weil das absurd ist, aber wenn sie dann irgendwann mal 200% kriegen, das waren eigentlich die Worte von Dirk, der gesagt hat, weißt du, die werden dann irgendwann 200% mehr kriegen, dann schlagen die sich auf die Schenkel und freuen sich, ja. Und wir haben jetzt in der Zeit, also es war April 2011, wir haben jetzt Dezember 2013, wir haben jetzt in der Zeit, wie der Dirk das vorhin gesagt hat, wir haben bundesweite Demonstrationen gehabt, wir haben Schiedsstellenentscheidungen gehabt, wir haben Verhandlungen gehabt. Und wir sind genau, also zumindest hier für meinen Club, für das High Klein, bin ich sogar auf einem Prozentsatz, der bei 256% ist, also an Steigerung. Also die GEMA hat genau das erreicht, was der Dirk damals eigentlich schon vorhergesagt hat. Und das ist eigentlich, denke ich, also mein Schluss, das Resümee. Also es ist ein Wahnsinn, dass die GEMA als Monopolist so etwas machen kann, dass man einfach mal hingeht. Man hat ja einen laufenden Tarif oder einen gültigen Tarif gehabt. Es war ja nicht so, dass die Clubs keinen Tarif gehabt haben, sondern es ist ein Tarif, den gibt es seit 1957. Und dann gehe ich einfach hin und sage, ich hätte heute gern 1200% mehr. Und es gibt niemanden, der da einschreitet. Herr Dr. Poll, ich wollte Sie bitten, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem Tarif VRÖ zu sagen, weil der immer wieder bei uns hier auch in den Clubs sozusagen für Gesprächsstoff sorgt, auch wenn der ja eher die DJs und weniger die Clubs betrifft. Wäre das gut, wenn Sie das ganz kurz vielleicht umreißen können?
tariffreie Höhe, da hat die GEMA sich also was Schlaues einfallen lassen. Sie hat gedacht, na gut, also die Diskotheken und Clubbesitzer stimmen ja jetzt schon unter unseren immer neuen Tarifen. Dann machen wir es doch so, da schneiden wir uns doch erstmal woanders eine Scheibe ab. Also haben sie den Tarif noch erhöht, der sich an die DJs richtet, in die Welt gesetzt, damit sie dann also bei den Diskotheken und Clubbetreibern also noch saftigere Erhöhungen durchsetzen können. Das ist also so eine Salamitaktik. Urheberrechtlich ist dazu zu sagen, es gibt den absoluten Grundsatz im Urheberrecht, genauer gesagt im Urhebervertragsrecht, dass ein Rechteinhaber Lizenzen nur für solche Nutzungen erteilen kann, vergeben kann, nur solche Nutzungen lizenzieren kann, die wirtschaftlich und technisch eigenständig sind. Ja? Also um sozusagen eine völlige Zersplitterung, Atomisierung des Urheberrechts zu vermeiden, ist das ein Grundprinzip im Urheberrecht, dass man nicht für Nutzungen, die überhaupt nicht irgendwie selbstständig sind und auch technisch nicht irgendwie eigenständig sind und vor allen Dingen wirtschaftlich nicht eigenständig sind, dass man da keine Lizenzen vergeben kann. Ich würde mich sehr wundern, wenn diese Sache zum Gericht geht, und diesen Prozess würde ich gerne führen, für einen DJ in diesem Fall natürlich, wenn das Landgericht München und das Oberlandesgericht und der BGH nicht sofort sagen würden, diese Nutzung, nämlich das Vervielfältigen von Musik, auf den Tonträgern, die der DJ dann unter dem Arm mit in die Disco nimmt, damit er da seine Performance bringen kann, das ist eine völlig unselbstständige, jedenfalls wirtschaftlich unselbstständige Vorbereitungshandlung für die öffentliche Vorführung in der Disco, und sie ist damit überhaupt nicht separat lizenzierbar. Ja? Es ist eine Vervielfältigung, keine Frage, aber nicht jede Vervielfältigung kann Gegenstand einer eigenen Lizenz sein. Wir wollen diese Fachinformationen Ihnen eben auch anbieten, da wir von Anfang an sehr fundiert an das Thema rangegangen sind und gesagt haben, dass wir da auch nachhaltig argumentieren wollen, also nicht nur oberflächlich. Dennoch möchte ich auch einen Schritt zurücktreten und die Auswirkungen von dem, was wir eben gehört haben, beschreiben. Wir können jetzt schon prognostizieren, dass Diskothekenbesuche irgendwo irgendwie teurer werden müssen, zumal, wie Sie vorher gehört haben, die Gebühren für die Musiknutzung sich verdoppeln, teilweise über das Doppelte hinausgehen. Der Wirt muss diese Kosten irgendwo hineinrechnen, sei es in die Getränke, sei es in den Eintritt. Die aktuellen Tarife werden den Wirt wohl dazu bringen, sie eher in die Getränke einzurechnen. Und was ist unsere Forderung? Unsere Forderungen als Verband sind ganz klar, dass die GEMA Abstand nehmen muss von der Berechnung nach potenziellen Besuchern. Denn potenzielle Besucher sind nun mal nicht da. Potenzielle Besucher tanzen nicht, potenzielle Besucher trinken nichts und potenzielle Besucher zahlen auch keinen Eintritt. Deswegen muss die GEMA mit uns im Gespräch wieder dorthin zurückkommen, wo über tatsächliche Menschen und tatsächliche Besucher gesprochen wird. Selbst wenn wir dahin kommen, ist eine Verdoppelung unserer Meinung nach nicht tragbar, nicht angemessen, zumal die Preisentwicklung auch im übrigen Wirtschaftsraum nicht einfach das Doppelte bedeutet. Stellen Sie sich einfach vor, es würde von heute auf morgen Ihr Heizöl, Ihr Strom und sonstige Sachen verdoppelt. Sie würden ebenfalls sich verhalten wie wir. Ein Punkt, den wir noch ansprechen möchten und noch fordern möchten, ist eine größere Transparenz für die Weiterleitung der Gelder an die Urheber. Es geht uns nicht in unserem Bestreben daran, die Musiker nicht an unseren Einnahmen zu beteiligen. Wir bekennen uns zum Thema Urheberrecht. Wenn ein Musiker ein Musikstück verfasst und wir es abspielen, dann soll der etwas dafür bekommen. Was jedoch in Deutschland geschieht, ist, dass dieses Geld in einen großen Topf gelangt und die Wege des Geldes
zu dem Menschen, zu dem Titel, zu dem Urheber, den wir am Abend in einer Diskothek gespielt haben, sind nicht nachvollziehbar und auch nicht, wie wir finden, gerecht.